Los geht's und damit herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. War er drin oder war er nicht drin? Es ist die größte technische Revolution im Weltfußball seit der Erfindung der Trillerpfeife. Bald soll ein Chip im Ball zweifelsfrei zeigen, Tor oder doch kein Tor. Darauf einigte sich heute die Zibel, die Vereinigung Chip im Ball exportierender Länder, mit dem Fußballweltverband am Rande der Feierlichkeiten zur Überreichung der FIFA Fairplay Trophy an Wladimir Putin. Der Zuschlag für die Produktion der Chips ging an das junge Startup-Unternehmen Blatter Electric mit Sitz in der Schweiz. Als besonderes klares Zeichen gegen Korruption und Mauscheleien will FIFA-Boss Sepp Blatter in jedem Ball mindestens 35 Chips einbauen lassen. Sicher sei sicher. Zur technischen Sensation im Weltfußball Chip im Ball begrüße ich am Telefon Bundestrainer Joachim Löw. Guten Morgen, Herr Löw. Hier ist nicht Herr Löw. Ganz generell erstmal die Frage, wo erwische ich Sie gerade wieder schön beim Popeln? Nee, ich war baden, ich trockne mich gerade ab. Ich höre gerade aus der Regie, es gibt technische Probleme. Ich telefoniere nicht mit Jogi Löw, sondern mit der ehemaligen Umweltministerin Frau Merkel. Nee, Bundeskanzlerin Merkel. Frau Merkel, Chip im Ball, gut oder schlecht? Also wir sind uns in der Fraktion einig, dass... Haben Sie einen Führerschein? Ja, wieso? Wenn Sie mal einen Steinschlag in der Windschutzscheibe haben, wird Sie der nächste Spot interessieren. Frau Merkel, danke fürs Gespräch. Und das war's fürs Erste von mir. Mehr zum Thema Riesenapparate heute Abend in der N24-Dokumentation. Ein Gigant geht vom Netz, Europas größter Penispumpe, geht der Saft aus. Und keine Sorge, falls Sie was nicht mitbekommen haben, ich sage das Ganze heute noch 23 Mal.